herzlich willkommen hier in Düsseldorf. Wir stehen hier direkt vor Tesla und Apple und wollen uns natürlich über die zwei spannenden Aktien, die momentan eigentlich nur eine Richtung kennen, und zwar die nach oben, unterhalten mit unserem Gast, mit Mario Lünnemann, und den ich ganz herzlich jetzt begrüße. Und ja, Mario, dich wollte ich gerne mal fragen. Bist du in Tesla long investiert oder sollte man jetzt noch long gehen? Also wir sind tatsächlich schon seit einigen Wochen in Tesla drin, allerdings nicht komplett, sondern immer mal wieder rein, mal wieder raus. Aber ja, ich glaube, man muss tatsächlich in den letzten Wochen Tesla kaufen, weil es gibt kaum eine Aktie, die so stark nach oben tendiert hat, alleine 300% in den letzten 4 Monaten. Gab es da eine Strategie, die du verfolgst, wo du sagst, das ist jetzt mein Einstiegssetup und deswegen konnte ich die irgendwie screenen und erkennen, dass die jetzt ausbricht, oder wie bist du da vorgegangen? Ja, also es sind 2 Kriterien gewesen. Das eine ist natürlich mein markttechnischer Ansatz, den ich ja schon seit vielen Jahren verwende. Das andere waren aber die Masse an Shortsellern, die im Markt waren in der Aktie. Und dann kamst du zu einem Ausbruch nach oben, neue Hochs, und dann habe ich gesagt, okay, da müssen wir jetzt unbedingt rein. Man spricht ja auch von Short Squeeze, ne? Also die waren dann gezwungen, praktisch ihre Short-Position einzudecken bei immer stärker steigenden Kursen. Ja, genau, das ist der Punkt. Wenn eine Aktie ein neues Jahreshoch macht oder in dem Fall sogar ein neues Allzeithoch macht und es aber so viele Shortseller gibt, heißt es ja nichts anderes, als dass sie alle im Verlust sind, immer wieder, jeden Tag. Und irgendwann ist natürlich der Schmerz so groß, dass sie raus müssen aus den Positionen, egal wie hoch der Preis ist. Und wir haben das ja auch gesehen, dass es zum Teil Gaps von 4-5% und mehr gab. Das heißt, immer wieder mussten die Leute Market rein und ihre Positionen schließen. Und das hat natürlich dazu gesorgt, dass wir so schnell nach oben gegangen sind. Ja. Wie siehst du generell jetzt die Aussichten? Also wenn man sich den Nasdaq anguckt, der ist ja getrieben von einigen wenigen Schwergewichten. Ja? Meinst du, geht da die Rallye weiter oder ist das schon übertrieben, was wir da aktuell sehen am Markt? Also ich glaube, es ist tatsächlich übertrieben, aber das heißt nicht, dass es nicht weitergehen kann aus meiner Sicht. Weil ich glaube, Gier kann halt unwahrscheinlich lange anhalten, und solange es immer noch Shortseller gibt in der Aktie, wird natürlich der Markt auch weiter nach oben laufen. Aber ich denke, wir werden ein abruptes Ende bekommen. Ich denke auf jeden Fall, dass wir nochmal deutlich tiefere Kurse sehen werden, gerade bei diesen Aktien, über die wir gerade sprechen, wie beispielsweise eine Tesla. Ja, wir sehen ja auch ein bisschen so, ich sag mal, die Abkopplung von der Realwirtschaft. Ne? Ich meine, wenn man sieht, was hier abgeht in Deutschland oder auch in den USA, welche Unternehmen halt wirklich auch unter der Krise, sag ich mal, leiden, und dann im Gegensatz dazu die Technologiewerte, die jetzt eigentlich auch davon profitieren. Das ist ja auch momentan, ich sag mal, schwierig so ein bisschen einzuordnen für Trader oder für Kunden, die auch langfristig investiert sind. Ja, ich glaube, man muss das tatsächlich 2 oder sogar 3 geteilt sehen, das Bild. Also einmal die Werte, die tatsächlich absolut angesagt sind, wie tatsächlich Apple, Tesla, Netflix. Da muss man einfach rein. Die ziehen den Nasdaq ja auch am Ende des Tages nach oben. Das ist so die eine Seite. Dann die Unternehmen, die natürlich auch von der Krise gewinnen. Also da gibt es ja auch einige, die zum Beispiel Amazon, die natürlich wahnsinnig profitiert haben, dadurch, dass die Leute alle online bestellt haben. Und dann gibt es den ganzen anderen Rest. Und ich glaube, da muss man sich auch einfach von verabschieden. Und aus meiner Sicht macht das mehr Sinn, auf Momentum-Aktien derzeit zu setzen, als auf die gefallenen Engel. Und was würdest du sagen jetzt, das Thema Healthcare, ist das auch interessant jetzt in der Krise oder schwierig? Ja, die haben sich ja während der Corona-Krise sehr stark auch gehalten, aber man sieht, wenn man ein bisschen auf die Branchen schaut, dass die schon deutlich wieder nachgelassen haben in den letzten Wochen, dass es wirklich tatsächlich nur eine Handvoll Aktien sind, die tatsächlich den Nasdaq auch nach oben treiben. Wir schauen natürlich schon auf die Biotech-Werte drauf, weil da weiß man ja nie, wo kommt jetzt tatsächlich was her. Ich glaube, da muss man täglich einfach einen Blick drauf haben, aber im Großen und Ganzen spiele ich tatsächlich das Momentum, was derzeit in den großen Werten ist. Dazu gehört ja auch Apple. Ich meine, genau. Wir stehen ja auch direkt vom Apple Store hier in Düsseldorf, und Apple ist natürlich auch schon Highflyer der ganzen letzten Jahre eigentlich gewesen. Da hat man jetzt nicht eine Kursverdopplung wie bei Tesla innerhalb von nur wenigen Wochen, aber natürlich einen stetigen Anstieg. Ne? Und ich glaube, die Marktkapitalisierung, die nimmt ja jetzt schon Ausmaße an, das ist ja eigentlich unvorstellbar. Ne? Was sagst du, Apple, ist das ein Geschäftsmodell, ist das ein Wert, den man auch die nächsten 10 Jahre noch haben sollte, oder ist das eher was für spekulative Trader jetzt? Also ich glaube, anders als bei Tesla ist es bei Apple so, dass ich tatsächlich starke Kursrückgänge immer nutzen würde, um einzusteigen, weil mir gefällt das Geschäftsmodell, was dahinter steht. Ja, sie sind nicht mehr so innovativ, wie sie vielleicht noch vor 10 Jahren waren, aber Apple sind halt Fans, also Leute, die Apple-Produkte haben, die kaufen die ja auch, obwohl sie 100, 200 Euro vielleicht teurer sind als Konkurrenzprodukte. Deswegen glaube ich, dass hier der Trend noch lange anhalten wird, und die haben natürlich auch von der Krise profitiert. Also von daher glaube ich, dass Kursrückgänge, gerade wenn die nochmal eine zweite Welle vielleicht nach unten bekommen und die Aktie vielleicht nochmal 20-30% unter Druck kommt, würde ich hier auf jeden Fall nochmal zufassen. Okay, also Augen aufhalten, ja, ob die Werte nochmal in Richtung 200-Tage-Linie gegebenenfalls zurückkommen, ja, dann lohnt sich vielleicht da nochmal günstiger einzukaufen. Ja. Aber klar, aktuell ist es natürlich auch interessant, wenn man bei einer Rallye mit dabei ist und einfach
vom Momentum sozusagen lebt, ne? Ja. Und dann natürlich von weiteren Kursanstiegen auch profitieren kann. Also ich glaube, man muss einfach gucken, ist man jetzt wirklich Trader, der das Momentum einfach mitnehmen möchte und sagt, mir ist egal, was nächste Woche passiert, weil dann würde ich auf jeden Fall auf diese Aktien setzen und einfach mit engen Stops im Markt agieren. Oder wenn ich sage, ich bin eher Investor, dann würde ich halt tatsächlich auf dem jetzigen Niveau nicht mehr zugreifen, sondern eher warten, dass der Markt hier nochmal wieder Richtung 200-Tage-Linie läuft. Ja, es gibt ja genug Strategien, auch wie man das umsetzen kann. Ja, ne? Auf jeden Fall. Mit Cash-Secured Puts zum Beispiel, ne? Oder wie auch immer, ne? Kann man ja auch dann günstiger einsteigen oder wenn man halt nicht einsteigt, bekommt man zumindest die Prämie. Genau. Also Möglichkeiten, denke ich mal, gibt es für jeden. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, dann danke ich dir, Mario, für die kurze Einschätzung zu den beiden großen Technologie-Giganten, sage ich jetzt mal. Und ja, freue mich natürlich auf weitere Interviews mit dir, die wir, denke ich mal, auch immer wieder regelmäßig durchführen werden. Ja, super. Vielen Dank, Andreas. Danke, Mario. Ja.